Das ist echt immer so ärgerlich. Wäh, jetzt hänge ich hier fest. Oh, Jackpot! Jackpot! Aber sowas von Jackpot. Sowas von. Pur Int. Jawohl. Geil. Ach, da ist noch was drin. Nee. Abbrechen. Bevor ich jetzt denselben Fehler wieder mache, machen wir es erst so. Ah, nee, warte, jetzt lassen wir es liegen. Drink all. Kippen wir uns mal hinter die Binde. Jetzt ist womöglich die SKS weggebackt. Ist jetzt auch durch den Boden gefallen. Ah, ne, da ist sie. Glück gehabt. So, und dann nehme ich natürlich diese zwei wunderschönen Canteens hier mit. Mal, das weg. Das weg. Das weg. So, geht doch. So. Swap. Jetzt brauche ich nur Platz für die andere. Das wollte ich eigentlich behalten. Gut, dann gibt es jetzt was zu essen. Machen wir es ganz einfach. Eat all. Kann ich das gerade swappen? Ja. Dann machen wir die auch auf und essen die gleich noch mit. Die Flasche ist. Die Flasche ist größer, ja, das habe ich inzwischen auch irgendwie schon gemerkt. Obwohl das ja ein bisschen komisch ist, aber aus der Flasche trinkst du doch, meine ich, mit einmal 33% und aus der Kantine nur 10%. Wenn das noch so ist. Ach, die Potato hat kein Bild mehr, sehe ich gerade. Ich mag die Canteens einfach lieber. So. Jetzt könnten wir eigentlich noch. Ach komm, das kriegen wir jetzt hier noch hin. Die schütten wir uns noch hinter die Binde. So. Ja, die Landmine will ich noch ausprobieren. Da, an einem geeigneten Ort mit hoffentlich einem geeigneten Ziel. Winterhunter Pants, nee, die will ich nicht. Ich brauche Nähkit. Hallöchen. Verdammt, hallo. Ich habe gerade Checkpot hier im Oma-Haus. Zwei Canteens. Ich bin mir gerade nicht. War hier in der Police Station nicht eben noch ein Nähkit? Ich geh noch mal gucken. Ich meine, es war oben. Hier schon mal nett. Was ist Hier denn auch jetzt nicht. los? Was denn? Bist tot. Hä? Ich bin in der Luft gespawnt. Painkillers, die nehmen wir mit. Oder das Haus muss noch spawnen. Ja, das womöglich. Ach Solange du doch, nicht da ist das Haus, okay. runterfällst, ist alles okay. Hä, hab ich hier nicht vorhin? Was ist denn das da unten? Ach, das ist der Schalldämpfer, den ich hier. Nee, hä, was ist denn das? Ach so. Ja. Nee, warte mal, was habe ich denn für eine Pistole überhaupt? CR75? Passt nicht, ne? Nee. Shit. Mano. Ich brauche ein Nähkit. Ach, auf dem Dach war ich vorhin gar nicht. Liegt bestimmt wieder eine Banane. Nö. Pepsi Cornflakes. Was? Kannst du dich nicht scharf machen, ohne zu sterben seit dem Ke Also ich hab's hier letzt gesehen, da haben's welche die Landmine aufgestellt und sind nicht gestorben beim Aktivieren, weil da noch eine Zeit abläuft, bevor sie hochgeht. Also da steht da, da ist dann quasi so ein Timer, der dich warnt, dass es gleich Krachbumm macht. Natürlich nur für den, der die halt aktiviert, ne? Nicht irgendwie für den, der drüber läuft. Scheiße, wo ist denn ein Nähkit? Toll, wieder ein Was? Zombie, ha? Mein Gott. Was hast du denn erwartet, dass die Büsche dich attackieren? Schön wär's. Toll, sind schon sind zwei Stück draußen. Jawohl. Komm, ey. Ich guck jetzt hier noch ein bisschen durch die Stadt und suche ein Nähkit.
Bevor ich zu dir komme. Mit viel Glück. Oder war hier eins? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ich hätte vorhin irgendwo eins gesehen. Was ist denn das? Ach, eine Jeans. Womöglich jetzt noch fünfmal dran vorbeigelaufen. Ohne es zu sehen. Mittlerweile kann man ja auch Zombies einsperren, ne? Also die mal können die machen die nicht mehr selber auf die Tür. Ja. Das wäre fast feines, ne? Ja, solange sie halt auch nicht durch die Tür glitschen, kann das gut sein. Okay, was kommt denn da noch für ein Haus? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das hier hat sich vorhin gelohnt. Ich die Tür ins Gesicht gekriegt habe. So. Lol, jawohl. Jetzt lohnt sich's heute mal nicht. Hier? Nö. Eckbroche. Ein Naked. Verdammt. Wo soll ich denn hinlaufen? Was bist du, Elektro? Ja, lauf mal Richtung Norden. Dann läuft die ganze Gruppe Typen oder Zombies. Ich würde eher mal tippen auf Spieler. Da laufen zwei Zombies in die Richtung. Drei, vier Zombies. Lauf mal in die Richtung. Wunderschöne Kirche. Schade, dass man nicht da rein kann. So. Hier jetzt aber. Naked. Ich riech es. Im Pianohaus jetzt hier. Ist es das Pianohaus? Nee, das ist es nicht, gar nicht. Ach, jetzt bin ich schon wieder auf den scheiß Trick reingefallen, dass die Tür ja gar nicht aufgeht. Nee, Kid, wo ist es? Nee, da ist was zu essen. Ja, hier, der Schindler Siegreich schreibt gerade, dass das, auch Zombies sein könnten, die eine Kuh verfolgen. Ah, stimmt. Nein! Nee, nein, komm, verarsch mich nicht. Das kannst du mir jetzt hier nicht antun. Nee. Oh Mann, hier schwebt eine Camo Base Cap in der Luft und ich kann sie nicht aufsammeln. Ist nicht wahr. Ich will meine Camo Base Cap. Scheiße. Wo liegt die eigentlich? Dammit. Die liegt hier auf dem Tisch. Komm. Da liegt irgendein Buch. Fuck. Oh, mein Handy nervt gerade an den Boxen. Dann liegt er hier auf dem Tisch. Oh nein, das Spiel ärgert mich wieder, ey. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir so meine Camo Base Cap vor die Nase gelegt wird und ich aus irgendwelchen Gründen nicht drankomme. Oh, ich hab einen Truck. Geile Scheiße. Ich hab einen Truck gefunden. Dann komm mal schnell nach Elektro. Ja, ich suche jetzt hier gerade nochmal nur, ob hier vielleicht ein Nähkit in der Scheune drinnen liegt. Ja, toll, ein Leder-Nähkit. Super, das habe ich schon. Aber das kann ich wenigstens wechseln. Meins ist nämlich schon kaputt. Was haben wir hier noch? Das ist ein Gastank. Brauch doch ein richtiges. Nee. Oh, eine Firefighter-Ex, die kann ich dir leider nicht mitbringen. Jut, dann spring ich mal in den Truck und fahr dann mal zu dir. So, in welche Richtung muss ich denn überhaupt? Ich muss nochmal. Ah nein, dann kann ich die SKS jetzt nicht mitnehmen. Egal. Ja, dann hole ich jetzt aber noch die Munition da wieder raus. Eject. Combine. Bleibt halt die Waffe hier liegen. Hä? Lauf so ein bisschen rum. Achso, ich wollte noch auf den Kompass gucken. Ja genau, nach da muss ich. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hä? Tun mal weg. So. Hallo? Hallo? Hä? Ich kann nicht ein. Jetzt. So. Klosterdor.
Turn on the engine. Und gib Stöffchen. Boah, was lag, was hängt denn der wieder so nach mit der Steuerung? Das Drecksding. Oh, das wird lustige Autofahrt. Irgendwie hängt die Steuerung ein bisschen hinterher. Das Auto kaputt vielleicht. Geht das überhaupt schon? Was, die Autos kaputt sind? Nee, glaub nicht. So. Wow. Okay. Ich müsste auf der Straße sein, wo ich hin wollte. Und komme dann von Norden nach Elektro. Ich laufe mal zu dieser... Gedüst. Ja genau, die Räder kann man abschießen. Das haben wir ja schon gemacht. Dass die Räder platzen, also die Reifen platzen. Ah, aber sonst... Warst du da nicht da dabei? Nee, das war nur Sven, Falco und ich. Ja. Da haben wir einen Truck gehabt und haben kurz vor Server Restart, weil wir da noch Spieler gesehen hatten, haben wir gedacht, wir verarschen jemanden, stellen den Truck halt neben irgendwo hin, schießen aber die Reifen kaputt, warten, dass die kommen und einsteigen und dann überfallen wir sie. Aber es kam halt keiner und wir lagen einfach nur dumm in der Gegend rum, haben gewartet. So, ja. Mal ein bisschen mehr Gas. Hauen wir mal das NOS rein. Ja, aber dann können wir ja zum Nordwest Airfield fahren. Das also ich bin wunderbar. Jetzt bei diesem nördlicheren Ding. Feuerstation. Muss ich mal bremsen. Bei der nördlicheren Firestation. Uah. Ups. Was war denn das jetzt? Ich glaube, ich habe den Außenspiegel kaputt gefahren. Das klang jedenfalls so. Bei der nördlichen Fire... Ja genau, da müsste ich eigentlich langkommen. Oder vorbeikommen halt. Das müsste eigentlich passen. Das... Lockpick. Machen wir das? Nee, ne. Nee, nicht unbedingt. Doch, du kannst, also die, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leichen auch aus dem Auto rausfallen. Und dann kannst du die auch looten. Das hatten wir in einer Verfolgungsjagd. Wo ich mit dem Sven den einen Typen am Zeltlager verfolgt habe. Mit den Trucks. Und der Typ irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist der wohl ausgestiegen und wurde von seinem eigenen Truck überrollt. Das war ganz cool. Aber wir konnten danach nicht looten, weil das war dann irgendwie verbuggt. Beim Sven hat er nämlich wo ganz anders gelegen als bei mir. So, hier ist ein Ortsschild. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Hörst du schon was? Ja. Ja, ich sehe auch die Fire Station. Dann kommen sie rein, springen sie drin. Kommen sie raus, springen sie drin. Alter, ist das Ding laut. Natürlich ist es laut. Mach hin. Warte, ich muss was essen. Was fängst du denn jetzt an, was zu essen? Weil ich jetzt was gefunden habe zum Aufmachen. Eieieiei. Ach nein. Möp, möp. Möp, möp. Müssen wir überlegen, wie wir fahren. Ich glaube, wir fahren Option einfach die ganze... Hä? Warum das? Ach du meine Güte. Was? Das muss man leiser stellen. Ja, natürlich. So, ich wende einfach, wir fahren auf derselben Straße weiter. Müssen wir mal gerade gucken. Irgendwo da vorne, wo ich abgebogen bin. Uah, das war so ein Straßenpfosten. Alter, die Lenkung hier gerade, ne? Herrlich. Hast schon 5 Minuten aufgehört, einen Knopf zu drücken, der biegt immer noch ab. Auf zum Nordwest Airfield. Wenn wir lebend ankommen. Ja. Wo? Alter, ey, die Steuerung gerade.
Die nervt mich ein bisschen. Wir könnten eigentlich jetzt, weißt du, was wir machen? Wir fahren jetzt nochmal nach Staroje und du sammelst die SKS auf, die ich da liegen gelassen habe. Wir müssen eh da lang. Also es ist jetzt nicht ein riesen Umweg. Oh, warte mal, guck mal, du könntest auch hier unten das Hospital könnten wir noch looten. Weißt du was, das machen wir sogar. Wir fahren da jetzt runter, rein. Das nehmen wir noch mit. Ich muss nur wenden. Warte mal. Damit wir hier schneller wieder wegkommen, wenden wir jetzt schon mal. Alter. Komm schon. Noch hin. Alter, du bist auch lebensmüde, oder? Ja, du hättest echt sterben können, nur so zur Info. Dodo. Ja, und dann wär's Geheule wieder groß, ey. Dö, Daisy, scheiß Spiel. Oh shit, hier ist ein Zombie drin. Dann, machen kaputt. Wow, okay. Okay, Moment. Nein, falsche Taste. Oh, ich mach ihn fest. Okay. Wow. Ja, du musst mal irgendwie stehen bleiben. Bleib mal stehen, sonst treffe ich den nicht. Okay, das hat nicht getötet. Das hat ihn getötet. Gut. Sehr gut. Das hätten wir geklärt. Bräuchte ja so einen Rucksack eigentlich. Was brauchst du? Einen Rucksack. Guck mal, das ist vielleicht mein Erste-Hilfe-Kit. Ne, schaden, ne, leider nicht. Das könntest du aber mitnehmen. Das ist nämlich noch in gutem Zustand. Was für einen? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube, es war Pristine. Hier sind Matches. Kannst du mitnehmen. Auf dem einen Fensterbrett, was haben wir hier? Nimm mal die Antibiotika mit, da habe ich schon. Das ist Water Purification, die braucht kein Mensch. Ja, gehst du weg. Vitamine braucht auch kein Mensch. Was haben wir hier? Hier sind auch nochmal Antibiotika in Pristine. Kannst du auch noch ins Erste-Hilfe-Kit mit reinpacken. Alkohol brauchen wir nicht. Was ist denn das hier hinten? Ach, eine Sonnenbrille. Gut. Ja, ich geh wieder raus. Ich guck hier nochmal hier drüben. Was, die Häuser hier habe ich mir auch noch nie angeguckt. Anglerhütchen hier quasi. Hier liegt eine Kettensäge. Ja, eigentlich gleich nochmal angucken. Komm, Pristine, Pristine. Yay!